weil verleihen nix. Ja. Oh nee, wenn es darum mit dem Fisch losging, dann immer gleich erstmal ein paar Schlägerei bei Kurven. Das war immer so, immer. Das ist auch so ein Running Gag gewesen. Einfach jedes Mal, wenn es um den scheiß Fisch verleihen nix ging, sofort Schlägerei. Aber verleihen nix ist der Fischverkäufer, habe ich richtig gesagt, ne? Ja, das ist der Fischverkäufer. Bin ja, ich ja. Gut, habe ich aber richtig gemerkt. Wenn ich nichts mehr weiß von Asterix, aber das weiß ich noch. Ja, das habe ich mittlerweile auch gemerkt, dass das der Fischverkäufer war. Ja, herrlich, jedes Mal. Der Fisch stinkt, nein, der stinkt nicht, Schlägerei. Und das gesamte Dorf schlägt sich einfach mit. Apropos schlagen, wir haben gerade ein Fahrzeug erledigt. Ja, aber nicht geschlagen. Haben wir? Das fällt gar nicht mehr auf. Artillerie. Ui. In Sutton Strike würde es heißen, Artillerie ist der Kator. Ja, die kannst du ja dann beim Ende des Finale hier gleich mal nehmen, weil leider kann man die ja nicht bis zum Schluss aufschoben. Das wäre eigentlich ganz cool. Ja, dann hätte ich mittlerweile so viele Superwaffen, das glaubst du gar nicht. Könnte man durchscrollen bei mir. Weil wir hatten, ganz am Anfang hatten wir diese Frost-Superwaffe, dann hatten wir die Napalm-Angriffe, hatten wir ja ein paar mehr. Jetzt diesen Artillerieschlag, ich glaube ganz am Schluss kommt die Atomkurve. Weil die ist eigentlich immer dabei. Mhm. Aber da muss ich tatsächlich sagen, der nächste Conker-Teil, den ich spielen werde, darn it. In einem Fall hat er so mega lächerlich gemacht, weil da wird einfach mal die Atombombe umbenannt in Aurora-Bombe. Hat genau dieselbe Wirkung. Heißt Aurora. Aurora, ja. Die heißt einfach Aurora-Rakete, aber der Effekt ist genau der gleiche. Die Morgenröte. Hier rechts ist irgendwie ein Ambush. Mir ging es jetzt erstmal um den Hubschrauber emotional. Das hat mich jetzt gerade mehrere. Ganz emotional weiter. Pass auf, das sind mehrere Ambush. Ja, mehrere. Ich sehe schon. Ja, ich sehe das schon. Hinter dir, vor dir, überall. Ja, ja. Ja, lass mal. Kommt ein Tier raus und wird leider erschossen. Super. Klasse. Weißt du, sie sieht den Hinterhalt, ich knall erstmal das Tier ab. Das überhaupt nichts dafür kann, ist überhaupt nicht beteiligt, aber das Tier wird erschossen. Läuft bei mir. Und das waren sie. Jo. War dann hinter? Ja, da war mal was, ja. Aber ganz ehrlich, ich würde mich mal freuen, wenn du dir mal die ersten beiden Teile zu Gemüte führen würdest. Das würde ich gerne mal sehen, wie du das machst. Oh weia, du. Ja doch. Ja, du kannst ja das ja auch sehr gut, dann wirst du das auch gut kriegen. Da kannst du es ja auch durchziehen, mit die ganze Zeit vier Leute behalten. Ja, da wird es aber erheblich schwerer, glaube ich. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass du damit echt eine gute Taktik hast, weil da habe ich mich nie drum bemüht, die echt wirklich durchzuziehen. Und da profitierst du auf jeden Fall davon bei den alten Spielen, dass du die dann länger durchziehst. Also wenn du hier schon profitierst, ist es dann erst in den alten Spielen, dann bist du wahrscheinlich am Ende nachher so overpowered, dass du die total überrennst. Das machen wir jetzt hier auch nicht viel anders, ne? Nur mal so angemerkt, ne? Hab ich das eigentlich richtig mitbekommen, dass es von Command & Conquer einen neuen Teil geben soll? Ein Remastered. Ach so war das, okay. Ja, der Tiberium-Konflikt und auch Alarmstufe Rot 1 werden beide remastered. Das habe ich nämlich tatsächlich mal mitbekommen. Ja, das hat damit zu tun, weil Rivals, wie von EA erhofft, nicht so gut ankam. Also andersrum, sie hat sich erhofft, dass es gut ankommt, ist aber überhaupt nicht gut angekommen. Das ist der neueste Teil, oder wie? Das ist der neueste Teil, ist über Handy und online und war überhaupt nicht populär. Also es kam überhaupt nicht gut an. Hast du den gespielt? Nein. Achso. Ich hab's auch nicht vor, ehrlich gesagt, weil ich diesen Teil komplett ablehne. Ah, du kennst ihn aber, du weißt, was da passiert. Ich hab davon gehört, ja. Also gesehen hast du davon auch nichts. Nö. Ja, doch Gameplay gesehen, ja, aber selber gespielt halt nicht. Und ich will's auch gar nicht spielen. Ist auch nicht dein Fall, sagst du. Nee. Ich bin sowieso von Online-Spielen bin ich tatsächlich geheilt. Also ich hatte mal eine Zeit lang, da habe ich ja Online-Spiele selber auch gespielt, aber mittlerweile bin ich davon echt geheilt. Also, nee, muss ich nicht haben. War auch noch nie so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, also ich habe mal eine Zeit lang, ich habe mal ein Online-Spiel für Helden gespielt, DC Universe hieß das habe ich mal gespielt. Dann habe ich mehrmals Tiberium Alliances gespielt, eine kurze Zeit lang. Da bist du dann auch nachher von irgendwen überrannt worden, der sich einfach das gekauft hat dann. Da hast du dann auch keinen Bock mehr, weißt du. Und dann hatte ich das mit Christoph kurz mal neu angefangen, also den Thronist. Und da hatten wir dann auch nach einer kurzen Zeit so keine Lust mehr, oder er hatte auch keine Zeit mehr. Da war das Ding dann auch erledigt, weil Max so gerne allein gespielt hat. Das war
knallen die mal noch ganz vorbei. Ja, also deswegen. Und ich bedauere es. Nö, war nur mal eine Frage, weil ich das ja irgendwie mal gehört hatte, dass da was kommen soll. Ja, da soll auch was kommen. Und die Remaster-Teile, die würdest du dir schon mal dann zu Gemüte führen? Die würde ich mir tatsächlich schon zu Gemüte führen, aber erstmal privat. Ja, ja. Ja, also nicht gleich direkt als Let's Play raushauen, so wie es wahrscheinlich 50% vom gesamten YouTube dann machen wird. Mhm. Das mache ich nicht tatsächlich. Also das werde ich mir erstmal schön privat geben. Dann erstmal so eine gewisse Zeit lang abwarten, bis der Hype so ein bisschen abgeäppt ist und dann vielleicht haue ich das raus. Mhm. Da muss ich dann aber nochmal. Das war jetzt scheiße. Da muss ich dann aber nochmal gucken, wie das aussieht. So. Ja. Sagt er und zerlegt dabei nebenbei noch ein Fahrzeug. Ich bin ja auch noch am überlegen, ob ich dann Resident Evil 3, was ja auch bald ins Remake kommt, ob ich das dann auch direkt zocke oder auch erst für mich, aber ehrlich gesagt habe ich gar nicht die Zeit, das alleine für mich zu zocken. Von daher stellt sich die Frage eigentlich fast gar nicht. Wenn, dann würde ich es halt gleich als Let's Play machen, aber ich muss mal gucken, wie das dann zeitlich in den Rahmen passt. Ja. Es ist nicht so, dass ich jetzt, wenn sofort, wie es draußen ist, muss ich nicht zocken. Wenn ich dann gerade noch ein anderes Projekt entgangen habe und es läuft noch 2 Wochen, dann kann ich auch gerne noch 2 Wochen warten. Also so wichtig ist mir das dann auch nicht. Ja. Ja, aber bloß, ich bin immer so, weißt du, ich finde das immer wieder interessant. Jedes Mal, wenn irgendwie ein neues Spiel rauskommt, du siehst immer sofort, dass 50% oder 70% von ganz YouTube einfach das Gameplay spielt und überhaupt. Das stimmt, ja, ja. Weil es bringt halt zusätzliche Aufrufe, weißt du, und ich bin ja nun auch nicht auf den Kopf gefallen, das kriege ich ja nun auch mit. Aber, nee, ich hab mir geschworen, dass ich mit sowas gar nicht erst anfange. Gut, Undertale bildet jetzt eine Ausnahme, das ist letztes Jahr rausgekommen, aber das war auch nie großartig gehypt. Also, dass da irgendwie 40.000 Let's Plays von da waren. Mhm. Aber das ist trotzdem eine Ausnahme und das macht mir auch einfach riesen Spaß. Und deswegen habe ich dann gedacht, ja gut, das kannst du ja dann mal raushauen. Ne? Ja, klar. Great, an empty vehicle. Dann hat go dann halt ein Kapitel und ja klar, mach ruhig. Mhm. Ne, von daher, und dann war die Sache für mich beschlossen. Genau, Menschenplatz fahren, das muss man. Ja, nee, da war noch was, stimmt. Ja. Da hängen wir noch ein bisschen hinterher. Können wir den Turm auch so kaputt machen? Die vielleicht. Ja, Scharfschütze zerschießt ein Fahrzeug, das will ich sehen. Das will ich sehen. Wobei, das ist übrigens ein Kettenfahrzeug tatsächlich. Stimmt. Ah, die Munition können wir tatsächlich einsammeln, aber solche Bonus-Items wie den senden man nicht. Das ist interessant. Das ist gut, weil das hier hört sich geiler. Der Sensemann ist mittlerweile ein Bonus-Item heutzutage. Er ist degradiert worden. Also. Ja. Früher hatte man Angst und Respekt vor ihm. Heutzutage ist er ein Bonus-Item. Ja, so sieht's aus. Was machst du da jetzt eigentlich? Ich drehe mich im Kreis. Ja, ich merk das. Aber warum? Weil ich den Orden habe. Einfach Mensch. So. Ja gut. Ja. Außerdem nervt mich dieser blöde Wachturm gerade. Jetzt ist er weg. Da ist er down. Der geht da down. Ja, der kam perfekt raus. Ja, ne? Finde ich auch. Hier kannst du auch platt fahren, da links. Da sind Fahrgeschütze. Da geht es nicht. Ach so. Außerdem könnte es sein, dass da vor uns direkt ein Minenfeld ist. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber ein scharfer Schütze ist da unterwegs. Sieht er so geil aus? Mhm. So geil, dass er sich jetzt gerade selber in die Luft gesprengt hat, von lauter Geilheit. Schön. Entschuldigung. Gleich kommt in der Ambush. Oh, da darfst du über die Rampe fahren. Ja, und Geschütze. Eins hat ich sogar anvisiert. Und kommt ist der Ambush. Der kommt erst, wenn du zu Fuß unterwegs bist, wa? Ja, wahrscheinlich. Ja, oh, wie bescheuert! Was für Arschlöcher, die warten extra. Hm? Ich habe extra gewartet. Oh, jetzt ist das eine schöne Rampe, jetzt könntest du auch zu Fuß da reinlatschen. Ja, eigentlich schon, ne? Oder wir nehmen das Tor, aber das ist ja viel zu langweilig. Wieso ist das langweilig? Ja, wer geht schon durch ein Tor? Man geht durch die Wand. Hallo? Das geht doch gar nicht. Die Finesse muss schon sein. Ja. Den speichere ich kurz nochmal, auch wenn der eine fast tot ist von uns. Ja, aber du wirst schon überleben.
Ja. Und gerade deswegen solltest du halt speichern, damit du da wieder laden kannst. Falls was schief. Richtig. Hattest du das eigentlich schon mal oder musstest du bisher nicht einmal neu laden? Doch, ich musste schon ein paar Mal neu. Ach so. Super. Das ist ja mal eine geile Rampe, du. Ja, super. Voll die Rampensau. Aber echt läuft. So, jetzt mal richtig Gas hier. Oh, ja, super. Oh, auf einmal düster. So. Sehr logisch. Ja, jetzt bist du mit drin wie ein Geballer. Komm nicht durch. Ja, also langsam musst du aufpassen, dass du nicht angeschossen wirst. Lebst du noch? Ja. Ja, ja, ich lebe. Alles gut. Dubidubidu. Ich pflück hier nochmal Blütchen für meine Frau. Ja, ja, ja. Hallo, Leute, Plattfahren. Man trifft aber auch, man trifft auch gar nichts gerade. Nee, nicht, ne? Du, ich hab da mal, ich hab da so ein bisschen Fleisch da unter meinen Ketten. Was ist da los? Hängt da alles fest und scheiße. Oh, das hat Schaden zugefügt. Das war jetzt nicht. Jetzt solltest du langsam doch nochmal flüchten, vielleicht oder so. Was ist das denn? Kann das Teil vielleicht auch mal einen Fass treffen? Also... Irgendwie nicht. Das Ding ist extrem ungenau. Oh, jetzt! Ein Fass getroffen, wow. Ja, schießt sich selbst ab, das Ding. Ja, das mach ich gerne. Super. Schön Massensuizid erstmal. Läuft bei mir. Ich glaube, so ist besser. Jo. Bömmchen in Ehe... Die Helikopter benutzen kannst du leider nicht, ne? Ne, die habe ich ja auch schon längst zerstört. Das war gleich das Erste, was ich zerstört habe. Ja, aber rein kann man leider nicht. Ne? Nee, leider nicht. Das ging einmal, das habe ich versäumt. Das hätte ich mal machen sollen, habe ich nicht gemacht. Ich überlege gerade, ob es bei Cannon Fodder 2 eine Möglichkeit gab, mit dem Helikopter zu steuern. Das könnte sogar sein. Weiß ich gar nicht, ich glaube nicht. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Du kennst Teil 2 ja noch gar nicht. Ich habe es ja nur 3-4 Parts gespielt. Ja, ja. Im ersten Teil gab es natürlich auch Panzer und leere Gefährte und sowas, das ist schon richtig. Das ist ein schönes Spiel. Das ist allgemein eine schöne Reihe. Okay, wir haben jetzt hier den halben Flughafen umgelegt, aber irgendwie... Nee. Alter, du hast ja doch... Nee, will ich nicht. Ich möchte den Teppich nicht kaufen, bitte. Ach, weil... Genau. Ah, wir haben den kleinen Komplex erwischt. Alright. Wie den kleineren Komplex. Auf der rechten Seite gibt es einen größeren. Also. Ja, das heißt, wir haben nur einen Nebenposten erwischt. Ja. Der Hauptposten kommt nicht mehr. Das sieht doch nach einem bemannten. Warte, ja. Ich steig mal vorsichtshalber aus. Natürlich gibt es hier auch wieder Hinterhelde, war ja klar. So viel zum Hinterhalt. Aber die Körperpanzerung wollte ich einfach mal mitnehmen. Auch wenn es mir jetzt gerade nicht so viel bringt, aber wir haben sie immerhin. Alright. Ja, near the second airfield. You almost completed the objective. So, jetzt werden erstmal die Geschütze auseinandergenommen. Es ist eigentlich immer, in jedem Strategiespiel ist es meistens so, dass immer Geschütze vor der Tür stehen. Das ist meistens so. Es ist wirklich so. Es ist selten nicht der Fall. Ja. Ach, guck mal, wir hätten... Ach, guck mal, hier ist ein verbotener Hintereingang, ja? Ein verbotener? Ein verbotener Hintereingang, ja, natürlich. Wenn er legal wäre, dann würde den ja jeder nehmen. Ja, es ist was dran, ja. Schon, irgendwie. You will not get me. Hallo. Sonst geht's ja aber gut. Ja, mir geht's hervorragend. Ja. Mir geht's hervorragend. Sehr schön. Oh, da sind Minen. Er hat Klick gesagt. Ja. Ihr miesen Drecksäcke. Warte, ich bin hier los. Nein, das liegt nicht an mir. Dieses Gerücht möchte ich gleich aufräumen, es liegt nicht an mir. Naja, ja. Die Ausreden wieder. Ja.
Genau. Immer. So, nehmen wir mal das frische Fahrzeug mit. Und diesmal möchte ich bitte die Rappe auf spektakuläre Weise mitnehmen. Bin gespannt. Woo! Hey, geklappt! Jo! Da voll in den Kraut rein! Oh, jetzt komm ich nicht mehr raus! Nee, echt jetzt? Ich komm nicht mehr raus! Kannst du aussteigen wenigstens? Du wartest die Explosion ab, ne? Ah! Ah! Kannst doch wieder fahren, okay. Das war gut, ey. Geil. Häng ich einfach schon fest. Geil. Super. Schön. Ist das eine Scheiße. Ach, da ist sogar noch ein Heli zum Abschießen. Okay. Okay. Ach ja, wir nehmen noch mal ein paar Waffen mit, ne? Da haben wir so wenig. Ja, richtig. Kann man wieder ein bisschen auftanken. Komm, wir können gleich einen neuen Krieg anfangen, wenn der erste vorbei ist. Fangen wir gleich die nächsten an. Sind wir das doch, und wenn wir keinen Krieg haben, dann fangen wir halt alleine an. Ja, genau. Ganz einfach. Oh. Was war das bitte? Weg waren die. Das habe ich nur gerade gehört. Herrlich. Schön. So, das war die Kommunikation. Die Mission ja gleich wieder geschafft. Ja, in der Tat. Oh, das ist eine Halfpipe. So. Zumindest sowas in der Art. So, dann jagen wir das Ding noch in die Luft. Jawohl. Und mal gucken, was wir so weiter wieder geschafft haben an unseren Rängen. An unseren Orden. Das war der Hangar. Das war der Wachturm. Und da fliegen die Fässer durch die Gegend. Ja, also man merkt, ich mache keine halben Sachen. Also wenn ich hier alles auseinander nehme, dann nehme ich auch alles auseinander. Das ist auch richtig so, würde ich genauso machen. Macht ja auch Spaß. Richtig. Oh, da kommen sie, die ganzen Blinde Gedön. Zerstörung. Richtig. Es fetzt. So, ich deponiere mal einen dazwischen. Mal gucken, ob das klappt. Jawohl. Haben wir beide mit einem Schlag niedergerungen. So, und dann den noch und dann haben wir die Mission auch abgehakt. Ja, das, du schlägst dich sehr gut, muss ich sagen. Also muss es bisher nicht einmal laden und nichts während meiner Anwesenheit. Also sehr gut. Ja, ich stelle mich gerade während deiner Anwesenheit besser an als in der letzten Session alleine. Ja, bei mir ist das immer genau andersrum. Wenn ich Gäste dabei habe, kann ich mich nicht konzentrieren. Ja, das ist echt so. Und wir haben den nächsten Ort auf Maximum. Hurricane. Bonus Drop Chance has been increased by 20%. Sehr schön. Das haben wir, das haben wir. Ja, Killer Driver, auch Rang 4, 60 Enemies umgefahren. Jetzt wurde 100, Rang, ja. Bei 100, genau, also noch 40 Leute umfahren, passt schon. Vehicle Maniac haben wir auch Rang 4. Das heißt, die beiden fehlen nur noch, ne? Das heißt, die beiden fehlen nur noch. Danach also Menschen überfahren und Gebäude zerstören, dann haben wir alles. Fahrzeuge. Hightech must die. Ach, Fahrzeuge, ja. Hm. Power Generators to this Force Shield. Bei dir gibt's ja... Bei dir ist nicht mal Zeit, die Mission zu lesen. Ich hätte da einen Aufsatz drüber schreiben können. So unterschiedlich sind die Ladezeiten. Oh! Das ist ja unglaublich. Oh, oh! Was ist passiert? Zweiter Bildschirm hat bist noch drin. Ich dachte, du wärst aus dem Spiel geflogen. Alles gut. Nee, nee. Das ist der Nachteil, wenn man zwei Bildschirme hat. Ich habe bisher nie einen Nachteil gehabt dadurch. Ich find's sehr praktisch. Ich schon. Das hab ich öfters. Ich muss immer so ein bisschen aufpassen, wo ich hindrücke, weil sonst kann es nämlich ganz schnell mal passieren, dass ich plötzlich raustappe. Ausgesehen. Das ist dem Dennis übrigens jetzt auch ein paar Mal in Command & Conquer schon passiert. Okay. Dass er ausgesehen rausgetappt hat. Ist ihm auch schon ein paar Mal passiert. Also es passiert nicht nur mir, es passiert ihm auch. Pass auf, ganz viel Ambushe. Ja, ich weiß. Vor allem alle auf einmal auch einfach, ne? Ach, es gibt halt einen Kugelhagel hier. Ein Kugelhagel am Morgen. Wie der Gatling Panther aus Juris Rache immer so schön zu sagen. Ah ja. Ja, man merkt, ich hab Command & Conquer ein bisschen. Oh, nur ein bisschen. Ganz klein wenig. Wann kommen die denn endlich mal raus? Jetzt. Ich hab Angst, dass
Verstehe ich gar nicht. Tu die hätte ich auch. Nein, also wenn ich die vier da rumlaufen sehen würde, würde ich da ordentlich auf die Straße gehen. Merke dir die Namen, Alex. Das sind... Moment. Ach, die haben Namen bei dir. Ja, ja. Johns, Stone, Russell und Vanson. Oder Wessen. Ja, das ist witzig. Das sind aber die ersten vier, die du zugelost bekommen hast. Das sind die ersten vier, die ich zugelost bekommen habe. Und das sind auch die einen. Ich überlege gerade, weil... bei Quell von der 1 ist auch so ein Stand zu in den ersten Vieren. Und ich glaube, da ist auch ein Johnson bei. Ah, oh, wie heißen die? John. Ich weiß nicht, heißt John hier. John? John. So. Also ich weiß, hast du auch immer die vier gleichen am Anfang. Ich glaube, in Teil 2 sind es auch noch die ersten vier die gleichen. Ich glaube, es sind aber andere Namen hier tatsächlich. Vor allem ist immer so witzig. Ja, gut, den Genuss kommst du jetzt hier gar nicht. Du siehst ja immer dann den Friedhof, wo dann die ganzen Soldaten begraben liegen, die alle schon auf dem Schlachtfeld gestorben sind. Aber dir ist ja noch keiner gestorben. Das heißt, dein Friedhof ist komplett leer. Bei mir wird der Friedhof auch leer bleiben, denke ich mal. Das ist sehr schön. Ja, ich hoffe es, dass er leer bleibt. Sagen wir es mal so. Jetzt, wo wir ja den Orden haben, wäre es nicht so tragisch, wenn ich sterbe. Aber ich würde es doch schon ganz gerne vermeiden, so gut es geht. Ja. Aber wenn wir schon mal vor allem beim Endboss bin ich gespannt, ob du das echt komplett durchziehst, ohne eins zu verlieren. Das wäre so cool. Das wäre geil. Also gerade beim Endboss. Die Fässer haben gereicht, um das Gebäude in die Luft zu jagen. Selten aber kommt vor. Boom. Ja, weg ist er. Da hat's Bomben wieder. Richtig. Wir haben übrigens schon wieder ein Zehntel der Gebäude zusammen, die wir zerstören sollen. Vor allem steht da unten und da oben ist schon einer umgefallen. Verschreckt. Ja, genau. Hat uns gesehen und dann so wie bei Asterix, die Laos-Gruppe. Ja, genau. Die Abis, Hilfe. Ja, genau. Aber mir wird alles zu einer Waffe. Muss man aufpassen. Der hat gar nichts mitgekriegt, der war so schnell tot, der konnte es gar nicht checken. Oh, da ist ein Fahrzeug, das kommt in unsere Statistik. Ja, ich weiß, das patrouilliert hier schon die ganze Zeit. Das kommt in unsere Statistik. Man sieht es gleich als totes Fahrzeug. Ja. Our license for the murder of the civilians genau has expired. Bei mir sterben Fahrzeuge und Gebäude auch und alles. Ja, das war sehr gefährlich. Ja. Mensch, wenn ich so nicht die Wette. Da schießt was auf dich, Entschuldigung. Ja. Oh. Ach, das war ein Zivilist? Ja. Aber der hat auf dich geschossen.